Endlich Montag! Jeden Abend um 18.30 Uhr auf dem Jungfernstieg platzt die Filterbubble. Na, eigentlich nur montags, immer auf Jungfernstieg. 18.30 Uhr kann hier jeder das Wort ergreifen, gewaltfrei, jugendfreundlich, ohne guten Ton. Ihr dürft alle dabei sein, wenn ihr euch an die wenigen Regeln haltet und an unseren Rederahmen. Und ihr könnt auch mehr als 6 Minuten hier auf dieser Bühne beitragen, wenn ihr eine Rede vorher anmeldet. Und das könnt ihr bei uns machen. Wir sind hier die Moderation. Ich bin Sven. Und ich bin der Tim. Genau. Und wir moderieren hier durch den Abend. Ansonsten freuen wir uns wieder auf die Beiträge. Und genau, das offene Mikrofon ist eröffnet. Ja, und ich möchte nochmal einen herzlichen Dank an unseren Fahrer Michael sagen für hier die ganzen neuen Banner, die neuen Schilder. Und dass das hier alles so läuft, das Ganze ist natürlich auch nicht ganz ein Selbstläufer. Wir sind hier komplett selbstfinanziert, beziehungsweise durch großzügige Spenden. Und da freuen wir uns immer, wenn da noch ein bisschen was dazukommt. Und ansonsten würde ich sagen, können wir das offene Mikrofon freigeben, oder? Genau, würde ich auch sagen. Gewaltfrei, okay. Jugendfreundlich, guter Ton, das sind 6 Minuten. Die Regeln. Bitteschön. Ach, da geht es. Also. Guten Abend, liebe Zuhörer und sonstige Anwesende. Ich bin Bartolt Olbers und ich greife jetzt nicht den Sven, sondern das Wort. Danke für die Chance, dir was zu sagen. Ich fasse mich kurz, ich bin ja gleich wieder woanders hin. Ich bin jetzt 72 Jahre alt. Das Leben geht immer weiter. Ich bin seit 50 Jahren in einem bestimmten Zweig der Friedensbewegung. Ich habe da Dinge gemacht, die ich ganz gut fand. Ich bin vor etlichen Jahren inhaftiert worden als Häftling wegen Fluchtgefahr. Das war eine Frechheit in meinen Augen. In der Akte der Polizei stand ein Vermerk drin, Herr Olbers soll präventiv bestraft werden. Das ist in meinen Augen eine Ungeheuerlichkeit, aber es ist so gewesen. Ich will versuchen, über Behörden das Geschehene aufzuarbeiten. Und ich hätte gern Leute oder einen Menschen mit klarem Kopf, der mich begleitet zu Gesprächen mit einigen Behördenvertretern. Wenn ich einen Zeugen hinterher habe, darüber, was ich gesagt habe, was die Behördenleute gesagt haben. Ich habe auch mit dem Bürgermeister Scholz gesprochen. Der hat das ganz einfach erklärt. Der hat gesagt, das glaube ich Ihnen nicht. Ich habe volles Vertrauen zur Hamburger Polizei und zur Justiz. Nur mit Vertrauen kann man keine Menschenrechte schützen. Also wenn mir jemand helfen mag, mitkommen mag zu Behördenterminen, dann freue ich mich sehr. Ich gehe nach wieder woanders hin. Aber ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg bei allem, was ihr euch vorgenommen habt. Tschüss. Können wir ausprobieren. Was hast du benutzt? Habe ich das Instrument ja auf meinem Handy. Ja. Also ich habe viele Instrumente eigentlich, weil ich mache das gerne, ich treibe gerne Rap und so. Ich habe sogar eine kleine Klinke. Ja, ja. Aber ich habe nicht so viel Akku, vielleicht mache ich mit meinem Kollegen Handy. Na. Okay. Ja. Ja, die Sache ist. Ich bin da. Das ist immer ganz,
das klappt meistens immer nicht auf Anhieb. Egal, wenn es nicht klappt, kann ich A Cappella machen, aber wir probieren erstmal. Was meine ich? Was hast du denn? Ja, also ich denke, Ich dachte, die Frau wollte gerade rankommen, habe ich das gehört. Nee, ich glaube auch nicht. Ach so, okay, ich bin dran, ja. Danke sehr. Ich zieh gleich hoch, misch die gleich die Musik. Okay, alles klar. Ich hoffe, dass ein paar hier die Englisch verstehen können, ne? Weil ich mache das auf Englisch eigentlich. So. Wenn du für die, die das nicht verstehen, am Ende noch mal kurz zu sagen kannst. Ja, ja, auf jeden Fall mache ich das, ja. Das ist schon klar. Halb laut? Ja, ist schon. Also ich habe nicht angemacht. Ja, also das Powerbank funktioniert schon oder? Weil. Nein. Mein Handy ist nicht online. Achso, muss anmachen. Ja, jetzt geht's. Ja. Sehr schön. Okay, jetzt geht's los, ne? So. Yeah, fang gleich mal an, yeah. Hey, yeah, hey, Erik, what's up? Oh, yeah, gotta truth, Erik, yeah, gotta use what I gain, hey, nah, I use the love for your noobs, yeah, I'm alone in our groups, yeah. Spend my time while I'm giving pain. Yeah, I got my trap where you hate, yeah. Nigga, I don't wanna wait, yeah. Yeah, cause you're slowly like a snail, yeah. And I'm always driving on the same rail, yeah. I'm driving on the same way, as I already say. I do well like I'm well playing, yeah. Nah, and I never complain. For me, it's a fucking easy game. More better if I start now. While I'm mama, she's very proud. Cause her son always gives all energy out just to give his hand. Music of a great man. Gotta break pain. Child to my death, bro. I'm out, yeah, I'm out. And now I'm telling haters I don't give a fuck. Hey, Erik, what's up, yeah? Lot of pussycats, yeah. Wanna be really fucked up, yeah. I never give up, yeah. If you know about my track, yeah. Just you wanna quick fuck. She's a hoe, I never tell love. The more you push it in, the more she tells. This is not enough. Girl, her simple. She would want that she be keep quiet. If I get an S, if the owner says there was cash, where the cash? From Germany and or Russia. Cops looking me bastards. Come and catch me if you can. But just from my end zone. Getting in my room on my own. Write the lyrics on my cell phone. I'm a brain, hear me unknown. Tell what do you that mean? I don't know. Always moving out of false curve. Yeah. Okay. You got a truth, 80k, yeah. Gotta use what I gain, yeah. Cause I do it like a pain, yeah. No, I'm alone in our groups, yeah. Spend all my time, yeah, for what I'm giving pain. Hey, I got trapped what I hate, yeah. Yeah, nigga, I don't wanna wait, yeah. Yeah,
cause you slowly like a snail, yeah, I say, okay, October 92, when you pushed me out, it was only just right, what I made the song about you, I ain't solid, no, I would be well without you, wish I would stay in the school, but I dropped out, yeah, you taught me how to be strong, gotta give ways when the time goes, how you always made ways, even I go, barely got the new J's. Hey, you made me sure the kid keeps time, and mein Handy geht nicht mehr dran. Danke sehr. Ja, aber weiß nicht, was ist mit dem Fahrer los, weil der wollte nicht so weiter bleiben, aber auf jeden Fall war auch bisschen. Ja. Genau, und wie gut, dass die Moderation so schlecht Englisch sprechen kann, darum haben wir auch nicht gehört, dass es da vielleicht doch nicht ganz so gewaltfrei, jugendfreundlich und im guten Ton zuging, denn das sind nämlich eigentlich in die Regeln gewaltfrei, jugendfreundlich, guter Ton. Ich weiß nicht, ob die ein oder anderen Wörter da, die da drin vorkamen, das wirklich waren. Gut, dass wir da nicht genau hingehört haben. Also, ihr Lieben, das Mikrofon ist offen, gewaltfrei, jugendfreundlich, guter Ton und benutzt auch diese Bühne nicht nur bitte, um euch selbst zu produzieren, sondern überlegt euch vielleicht auch, ob das der Audience, der Öffentlichkeit hier auch gefällt. Das Mikrofon bleibt weiterhin offen, gewaltfrei, jugendfreundlich, guter Ton. 6 Minuten bitte nicht überschreiten und wir können auch noch Reden annehmen, also oder Beiträge annehmen, wenn ihr länger als 6 Minuten braucht. Sagt bitte Bescheid. Wir beide moderieren hier heute den Abend. Genau. Gewaltfrei, jugendfreundlich, guter Ton, 6 Minuten, so sind die Regeln. Bis gleich. Nee, das geht nicht drum, das ist eine Mentalität mehr als was für ein Wort sich bedeutet. Also ich meine ganz tief. Also so in den Hip-Hop-Mentalität, das ist etwas anderes. Also damals war es schon mega einfach, dass man halt viel Spaß oder so. Aber jetzt weißt du, damit so ein G, so halt, der ist immer nicht, also der so nicht immer so, mit was für ein Titel ist das, du weißt, was ich meine. Obwohl ich nicht so ganz schwarz bin, ein bisschen dunkel bin ich, ja. Ja, aber sie wissen schon, Rap ist irgendwie immer so provokant, so in der Richtung. Aber auf jeden Fall, ich meine nichts Schlimmes, ich bin für zu jedem Mensch. Ich habe Freunde von alle Ratten auf jeden Fall. Ja, also wenn nicht alle Polizisten, was war da halt passend schon. Und ich meine nicht die Polizei, die hier sind so auch, weil ich komme nicht aus Deutschland. Ja, genau. Ja, aber meine Presse wurde nie gehalten, leider. Ja. Auf jeden Fall. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for.
and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. Yeah, I wonder if you can. Oh, no need for greed or hunger. A brotherhood of men. Oh, imagine all the people sharing all the world. Yeah, or you may say I'm a dreamer, but I think I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the fucking world will be as one.
found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Yes, she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why you so shy? And like you, the whole back. Oh, hide from a lie. I had to turn up, but off the blue, I'm finding that. I couldn't stay away, I couldn't find it. Junge, das bockt nicht mal. Ja, das war ja ein kurzes musikalisches Intermezzo. Eigentlich ist es ja das offene Mikrofon. Jeden Montag 18:30 bauen wir uns hier auf und dann kann an diesen beiden Mikrofonen wirklich alles gesagt werden. Vorausgesetzt, es ist jugendfreundlich, gewaltfrei und im guten Ton. Das sind unsere drei Grundregeln. Es wird auch darum gebeten, sich an unseren Rederahmen von 6 Minuten zu halten. Und zu guter Letzt könnt ihr auch eine Rede anmelden. Die kann dann bis zu 20 Minuten lang sein. Zu den Inhalten nochmal ganz kurz. Also die Mahnwache selbst steht halt für nichts. Wir kommen hier nur her, sind Messdiener, bauen alles auf und bauen alles pünktlich wieder ab und sorgen dafür, dass der Ablauf hier läuft. Aber die Inhalte, dafür sind wir hier nicht verantwortlich. Und da kommt schon jemand und erlöst mich. Also bitte, offenes Mikrofon, jugendfreundlich, gewaltfrei, guter Ton, 6 Minuten für jeden. Also ich würde nicht sagen, dass wir für nichts stehen. Wir sind noch eine von den Mahnwachen für den Ersten Weltfrieden, die 2014 überall gegründet werden. Und für den stehe ich hier. Oma Ilona möchte nämlich, dass damit Schluss wird hier mit diesem ganzen Zeug. Wenn die kleinen Kinder schon fragen, warum die im Radio nur von Krieg und Schießen erzählen bei den Nachrichten, dann muss man sich doch fragen, was hier wirklich läuft. Ist doch grausig. Das brauchen wir überhaupt nicht mehr. Es gibt viel schönere Sachen, mit denen wir uns beschäftigen können. Ja, ich habe ja bis jetzt immer jedes Jahr um diese Zeit mit dem guten alten Goethe eingeladen, mit dem Osterspaziergang zum Ostermarsch. Der findet immer Ostermontag statt in Hamburg und der geht immer auf St. Georg los. Wird auch dieses Jahr so sein. Und ja, ich habe ein bisschen mit mir gerungen. Im vergangenen Jahr habe ich nicht eingeladen, weil ich vor 2 Jahren von diesen Initiatoren des Ostermarsches, und da stehen über 400 drauf, die da offiziell einladen, über 400 Gruppen, Organisationen, Einzelpersonen, Parteien, was weiß ich alles. Da wurde ich von einigen da ziemlich ausgegrenzt, weil ich auch mit einer Partei dort war, die aber nicht kannten und die natürlich sofort eingefeindet wurde. Und dann habe ich voriges Jahr mal nicht eingeladen, aber ich denke mal, dieses Jahr werde ich wieder einladen. Denn ja, der Frieden, der ist mir sehr wichtig. Und Friede ist nicht rechts und Friede ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen in dir drin. Friede ist der Weg und Friede ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Friede nur gewinnen. Das ist jetzt mal ein aktueller Dichter, das ist nämlich Kielitz Mohr, mein Freund und Rapper aus Wien. Und jetzt kommen wir mal mit dem Goethe noch und laden euch mal ein. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick im Tale. Grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer, Körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Doch die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Aber an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebel und Dächern, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sie, wie behende,
sich die, sieh nur sie, wie behende sich die Masse durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manch lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Faden blinken mich farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ja, ich hab's geschafft, mit dem guten alten Goethe die Leute zu vertreiben. Also Deutschland, das Land der Dichter und Denker, hat sich leider in eine ganz andere Richtung entwickeln lassen hier. Und ja, ich möchte niemanden angucken, aber die Medien, finde ich, sind da nicht unschuldig dran. Wie sagte mein lieber Peter Scholler-Thur, nicht nur wir leben im Zeitalter der medialen Verdummung, nein, ich habe es mir nochmal angeguckt. Er hat gesagt, wir leben im Zeitalter der medialen Verblödung in dieser Talkshow. Konnte man schlecht rausschneiden. Ja, und da hat er so recht. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, 6 Jahre oder so. Also es ist schon, es geht immer weiter, aber nicht in eine Richtung, wo es mir gefällt. Es gibt aber sehr viele Sachen, die in eine Richtung gehen, die mir gefällt. Das ist jetzt zum Beispiel auch diese Aufstehen-Geschichte, die überall unterwegs ist. Da gehe ich auch erstmal mit, lerne die Leute kennen, die teilweise noch nie politisch aktiv waren. Und mache auch bestimmte Veranstaltungen mit. Und so solltet ihr auch unterwegs sein und die Sachen unterstützen, die uns ein bisschen in eine andere Richtung bringen. Weg von dieser Kriegsgefahr, weg von dieser Hetze, weg von diesem Tat, teilen, abwerten und töten. Denn dabei sind wir schon. Teilen und töten und herrschen reicht denen nicht mehr. Dr. Daniele Ganser spricht seit kurzem immer von Tat. Teilen, abwerten und töten. Und das ist eine ganz schlimme Geschichte, was da läuft. Danke. So, hatte ich doch noch was vergessen. Morgen, 18 Uhr, und zwar im Alabama-Kino. Das ist im Gelände von Kampnagel in der Jahrestraße. Da ist es gelungen, den Ärzten für den Frieden einen Film zum Vortrag zu bringen. Der heißt Der marktgerechte Patient. Ja, und der wird sehr interessante Sachen über unser Gesundheitswesen, möchte ich es nicht nennen, unsere Krankheitsindustrie als Dokumentarfilm mal erklären und zeigen und was da sich alles so entwickelt. Also es ist eine interessante Sache, es ist schön, es ist wieder mal einmal, wo man wieder mal was zeigen kann, was nicht ganz dem gewünschten Bild entspricht. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr kommt. 18 Uhr, Alabama, Jahrestraße im Kampnagel. Morgen der marktgerechte Patient. Danke. Thank you.
du eigentlich, wenn ich dich Hallihallo, hier ist immer noch das offene Mikrofon und wenn hier gar keiner was sagt, dann nehme ich mal meine Moderatorenkappe ab und wollte mal was vorlesen. Es war ja am Wochenende Münchner Sicherheitskonferenz, da treffen sich immer die ganzen Staatschefs und beraten über die Sicherheitslage der Welt. Also die Staatschefs nicht unbedingt, aber auch die Außenminister waren da, unser Staatschef war da, unser Regierungschef war da, ich weiß nicht, ob unser Staatschef da war. Auf jeden Fall war auch Herr Lavrov da und es war auch Frau Angela Merkel da. Und sie sagte, und das zitiere ich jetzt mal eben aus einer Zeitung, nämlich aus Heise, Telepolis, Merkel sagte, sie sei dabei durchaus bereit, harte Positionen gegenüber Russland zu beziehen. Sie zeigte sich besorgt über die Ausnutzung der Möglichkeiten,
hybrider Kriegsführung durch Russland. Aber auch durch jemanden wie Steve Bannon, das ist dieser Berater von Präsidenten Trump gewesen, der im Augenblick, ja genau, Ex-Berater, der jetzt in Europa gerade arbeitet. Ich glaube, er hat sein Hauptquartier in Brüssel aufgeschlagen. Aber der eigentliche Kernsatz, der kommt nämlich jetzt. Die Freitagsproteste deutscher Schüler sind aus Merkels Sicht auch Ergebnis hybrider Kriegsführung. Und vielleicht habt ihr ja diese Greta Thunberg, heißt sie, oder Thunberg? Ich weiß das gar nicht ganz genau, gesehen. Und das fand ich natürlich ein starkes Stück, dass unsere Kanzlerin da sowas sagt wie, die Freitagsproteste deutscher Schüler sind aus Merkels Sicht auch Ergebnis hybrider Kriegsführung. Das finde ich schon sehr interessant und ich wusste gar nicht, dass wir in einem hybriden Krieg sind. Ich dachte, wir wären in einem Krieg gegen den Terror, der anscheinend ja jetzt hybrid wird. Naja, interessant finde ich das auf jeden Fall. So, achso, Merkel setzt natürlich noch was an. So begrüßenswert die Einmischung der Schüler und Schüler zu dem Thema sei, ist es doch eine massive und plötzliche Bewegung, nicht anders zu erklären. Also es sei nicht anders zu erklären als eine hybride Kriegsführung. Und das finde ich ganz interessant. Ich wusste gar nicht, liebe Mitmenschen, ob ihr das auch wusstet, dass wir in einem hybriden Krieg sind. Genau, und das wollte ich einfach nur mal sagen. Das wurde anscheinend von unserer Kanzlerin so festgestellt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die am Wochenende getagt hat. Genau, vielleicht interessiert euch das ja auch, könnt ihr nochmal genauer nachgucken. Heise.com, Telepolis, da kann man das lesen. Dankeschön. Das ist ja gut, was ich mache.
Ich bin mal wieder.
Ja, das war für mein Ziel. Ich bin ja.
Thank you.
Hat ja gar nicht erwähnt, hat ja nur noch gar nicht Ja, ihr Lieben, hier ist immer noch die Hamburger Mahnwache. Es ist immer noch gewaltfrei, jugendfreundlich, guter Ton, die Regel. Und 6 Minuten ohne Anmeldung kann jeder das Mikrofon ergreifen. Aber die letzte halbe Stunde scheint es so gewesen zu sein, dass gar keiner das Mikrofon ergriffen hat. Es war sehr still hier. Wir sind doch mehr als 12 Teilnehmer hier. Und dennoch ergreift keiner das Mikrofon. Also wenn das so weitergeht, dann bauen wir trotz der wunderbaren Wetterlage, wir hatten ja glaube ich 12 Grad heute, bauen wir dann das Mikrofon trotzdem ab. Normalerweise bauen wir immer nur ab, wenn gar keiner mehr da ist, wenn schneit oder stürmt oder regnet oder irgendwie sowas. Dass wir bei gutem Wetter abbauen, haben wir nicht gedacht, aber vielleicht traut sich ja noch jemand ans Mikrofon. Das Mikrofon ist offen, hier wird nicht zensiert, hier darf jeder so sprechen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, vorausgesetzt, es ist gewaltfrei, jugendfreundlich und im guten Ton und überschreitet nicht die Redezeit von 6 Minuten. Also, bitteschön, es ist möglich, hier zu sprechen. Kann ich ja noch als Teilnehmer was sagen. Hier war mal ein junger Argentinier, der hat gesagt, das ist ja eine tolle Sache, offenes Mikrofon, das wäre bei mir zu Hause überhaupt nicht möglich. Da würde das Regime sofort dagegen vorgehen oder es würden da Schlägertrupps kommen und das Ganze aufmischen. Ja, hier in Deutschland muss man da gar keine Schlägertrupps schicken. Die Regierung kann das vollkommen zulassen, weil eh keiner was zu sagen hat. Da bin ich dann immer.
Ich kann euch kennen.
Dann hätte vielleicht noch eine Schlägerei. Telefoniert, ne? Oder vielleicht, Sigi, machst du das? Ja.
Corona, wollen wir schon nicht. Aber ich kann noch erwischen. Hey, heute ist viel zu gutes Wetter, um abzuhauen. Aber vielleicht bleibt das ja auch. Ich bin. Ja, das machen wir auch noch. Das wird schon wieder. Also heute sind auf jeden Fall meine Freunde wieder hier. Das ist schon schön. Bei der 208. bilden wir den Friedenskreis heute etwas eher. So, gucken wir mal. Dann machen wir positive Energie 2 Minuten lang und überlegen uns mal, wie das denn toll ist, wenn wir wirklich diesen ersten Weltfrieden mal hinkriegen. Und was wir dann mal machen, was uns wirklich, wirklich wichtig ist. Ab jetzt. Dunkelheit kann Dunkelheit nicht überwinden, nur Licht kann das. Hass kann Hass nicht überwinden, nur Liebe kann das. Wir Menschen, die den Frieden wollen, müssen endlich lernen, uns genauso gut zu organisieren, wie diejenigen, die den Krieg wollen und am Krieg verdienen. Diesmal gab es noch ein bisschen Martin Luther King. Danke euch. Ja, und das war sie auch schon wieder, die 208. Mahnwache, die dritte in diesem Jahr. Genau, okay, bin auch richtig. Also die dritte Mahnwache in diesem Jahr kommt nun auch zum Schluss. Wir sind aber nächsten Montag um 18.30 Uhr wieder hier, wenn es dann auch wieder heißt, endlich Montag. Ja. Oh.